Einst war Dortmund eine große und anerkannte Hansestadt. Einmal im Jahr ruft man sich und anderen diesen Teil der Geschichte zurück ins Gedächtnis. Vom 30. Oktober bis zum 3. November wurde die City zwischen Alten Markt und Klippingstraße wieder in ihre Blütezeit im 14. Jahrhundert zurückversetzt. Die Gesellschaft für City Marketing lässt die damalige Epoche in einem aufwendigen Ereignis Revue passieren. Sie veranstaltet den Hansemarkt seit 2005 in der heutigen Form. Rittersleute, Gaukler, Musiker und Händler bieten ein buntes Spektakel für die ganze Familie. In der Handwerkergasse erleben die Besucher, unter welchen Strapazen der Schmied arbeitet. Meine lieben Zuschauer, ich habe hier einen alten Stechbeitel, den ich jetzt zu einem Messer umbaue. Ambosspuste oder drüber wische, hat was damit zu tun. Die Ambossbahn muss so sauber wie möglich sein. Wir drei Metallstände auf die Kupferschmieden mir gegenüber, wir gehören zusammen. Das war da drüben die Kupferschmiede Hufschlag. Der Zinn hieße, der Zinn Salabim heißt. Und hier befindet ihr euch in der Schmiede Maleus Saxorum, den Sachsenhammer. Bei wie viel Grad schmilzt es? Bei 230. Ich liebe die Gäste, sie trinken allein. Trinken sehr feste, das finde ich nicht fein. Jubivalra, 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 Jubivalra. Scherenschleifer und Seilmacher sind aus dem Alltag verschwunden. So wurden sie zur Besucherattraktion. Heute liegt der Schwerpunkt auf Unterhaltung für die Besucher. Früher war es sicher der Warenumsatz. Ja, die ist von 1875, war unten eingeritzt, das älteste Holz, was ich gefunden habe. Ne? Und bis in den 50er Jahre war der in Norddeutschland dann noch mit unterwegs. Funktioniert immer noch tadellos. Die Geschwindigkeit, mit der Sie es drehen lassen, hat die auch eine Auswirkung? Ich kann schneller, langsamer machen.
Ne? So der Stein, der saugt das Wasser auf. Ja. Ne? So, ne? Wenn ich jetzt anhalte, ist er eigentlich fast trocken. Und wenn ich anfange zu drehen, schmeißt das wieder raus und dann ist immer ein Wasserfilm drauf. Ne? Handwerker und Marktfahrer bestellen alles selber. Hier verkauft gerade selbst. Man könnte einfach Marktfahrer nennen. Und schleifen gehen. Gelb-Schwarz-Rot angesagt. Genau. Ja. Deswegen oben die Spitze gelb-schwarz. Darf ich Ihnen mitgeben? Oh, danke schön. Und noch ein Tütchen? Ja. Da steht auch unsere Adresse drauf. Bis Ihnen nicht mehr gefällt, dürfen Sie das nicht schicken. Aber bestimmt. Danke schön. Gerne. Am frühen Abend wurde eine feurige Geschichte aus fernen Ländern erzählt. Wenn Vampire, Werwölfe und geflügelte Geschöpfe aus dunklen Ecken gekrochen kommen und das Publikum in ihren Bann ziehen.